Wenn ein junger Mann heiratet, sollte er noch weiter zu Hause bleiben oder sollte er mit der Frau zusammenziehen? Es liegt nichts an dem einen und nichts an dem anderen. Aber wir sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mann sich noch aufbauen will, dann ist es gut, wenn er jetzt zum Beispiel 18 ist, dass man schon mal den Heiratsvertrag schreibt. Was bedeutet, dass man den Heiratsvertrag schreibt? Das bedeutet, dass sie beide jetzt verheiratet sind. Nach islamischem Recht sind sie beide verheiratet. Aber sie können miteinander reden. Sie können miteinander sich austauschen. Und das wird ihnen vieles vereinfachen. Diese Sache wird ihnen das vereinfachen. Weil jetzt gucken sie nicht mehr nach links und rechts und sagen, der hat eine Freundin, die hat einen Freund. Warum? Weil jetzt hat man selber eine gesicherte Beziehung. Und deswegen sage ich, auch wenn die beiden nicht in der Lage sind, zusammenzuziehen sofort, sollen die erstmal den Heiratsvertrag machen, um sich erstmal zu schützen. Und sich auch kennenzulernen. Es kann sein, dass vielleicht die Chemie zwischen ihnen auch nicht stimmt. Das kann sein. Und daher muss man diese Sache erproben. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.